Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem TrueDrops-Webinaren. Unser Thema für heute ist die Stanz-Kombi-Programmierung und wie wir praktisch so schnell wie noch nie von der Geometrie zum fertigen NC-Programm kommen. Mein Name ist Vitaly Pauz und ich werde Sie durch die nächste halbe Stunde durchs Programm leiten. So, zum Produkt. Vorweg, bevor ich Ihnen die Software zeige, wollte ich Ihnen nochmal darstellen, wie ist TrueDrops Boost aufgebaut. TrueDrops Boost vereint praktisch die Boost-Technologie und die neue Bedienphilosophie. Das heißt, im Hintergrund laufen diese ganzen Automatismen, die neuen Algorithmen, Biege, Schachtelalgorithmen und so weiter. Im Vordergrund für Sie heißt es, Sie arbeiten auf zwei Ebenen. Die erste ist die Homezone, dort starten Sie die Automatismen und verwalten alle Ihre Aufträge, Maschinen, Materialien und so weiter. Das ist praktisch Ihre zentrale Steuerungsebene. Dann gibt es noch die interaktive Arbeitsebene, sogenannte TechZone. Dort können Sie im 3D, CAD oder Sie können das auch im 2D arbeiten. Dort werden auch die 3D-Daten abgewickelt. Und dann gibt es natürlich die Technologien wie die Biegetechnologie und die Schneidtechnologie mit Stanzen, Kombibearbeitung und Laser. Das Ziel ist natürlich immer die NC-Generierung und am Anfang steht immer der Auftrag. Ich werde auf die Programmierung der folgenden Maschinen eingehen. Natürlich die Stanzprogrammierung für die 5000er, 3000er, 2000er, 1000er Serie und die kombinierte Bearbeitung. Dort werde ich Ihnen einfach ein paar Beispiele zeigen und somit gehen wir direkt ins System über. Sie sehen hier die Oberfläche der Homezone. Auf der linken Seite haben Sie verschiedene Kategorien, Auftrag, Belegung, Teil, verschiedene Filtermöglichkeiten. Das heißt, mit der Filterung können wir unsere Auftragsliste dort die Aufträge mit mehreren Klicks sehr schnell und bequem finden. Wenn man zum Beispiel nach Baustahl 2 mm sucht, klickt man es links an und dann wird es in der Mitte gefiltert. Auf der rechten Seite haben wir praktisch schon unsere Detailansicht zum jeweiligen Auftrag und wir fangen einfach mit dem Import von Teilen an. So. Stellen Sie sich vor, es ist ein eiliger Kundenauftrag und Sie bekommen 19 DXF-Dateien und Sie wissen, Sie müssen das so schnell wie möglich programmieren für die Trupanch 5000. Das heißt, wir selektieren diese Teile und importieren die Teile erstmal ins System. So, was ist zu tun? Wir haben einen Fertigungsauftrag, der hat die Nummer 164587 ist ein Beispiel und der Endtermin wäre heute, können wir da lassen. Stückzahl ist jeweils 5 von jedem Teil und das wäre für den Kunden Müller schön. Wir wissen, dass das Ganze 1 mm Baustall ist. Wir filtern wiederum das Ganze vor, wählen das Material aus und das ist gesetzt. Wir brauchen keine Werkzeugliste und auch keine Biegemaschine und können hier den Import boosten. Mit Boost importieren Sie immer Teile. 3D-Teile werden schon abgewickelt mit Boost und auch wenn das Biegeprogramm angewählt ist, auch das Biegeprogramm erstellt. Bei 2D-Teilen oder DXF, DWG oder Geos ist es nicht notwendig, das Ganze abzuwickeln, deswegen geht es auch rasant schnell. Sie haben gesehen, noch 19 DXFs eingelesen. Sie werden mit der Vorschau hier dargestellt und wir können im Prinzip direkt daraus eine Belegung erstellen. Nochmal hier zur Info die Einzelansicht. Sie bekommen die Dimension ja in X und Y des Teils angezeigt. Das heißt, wenn Sie Prüfungen machen wollen, ob das Teil im bestimmten Maßstab gespeichert wurde oder nicht, einfach auf den Auftrag gehen, Sie bekommen das angezeigt und können da schon weitermachen. Ansonsten sehen Sie noch Materialinformationen und hier zum Beispiel, ob auch ein Schneidprogramm dafür benutzt wurde oder nicht. Aber momentan haben wir keine Schneidprogramme erstellt. Was das ist, zeige ich Ihnen im Laufe des Webinars. Wir wollen diesen
eiligen Auftrag fertigstellen. Das heißt, wir stellen eine Belegung daraus, wir wechseln die Kategorie Belegung, sehen nochmal die Auftragsliste. Bei der Auftragsliste können wir jederzeit Aufträge entweder entfernen oder hinzufügen. Beim Hinzufügen ist natürlich so, dass wir, dass die Filterung schon vorselektiert ist. Also Baustall 1 mm und da sehen wir alle offenen Aufträge, die wir praktisch hinzunehmen können. Ansonsten bleibt uns noch die Auswahl der Maschine und des Rohtafelformates. Und wir drücken wieder bei der Belegung den Boost-Button. Jetzt im Hintergrund wird verschachtelt, optimal verschachtelt für die Stanzmaschine mit Berücksichtigung des Pratzen-Tod-Bereichs natürlich. Es wird die Technologie angewandt, das heißt Ihre Werkzeugliste. Es wird optimiert und das natürlich palettiert und das NC-Programm erzeugt. Also falls Sie einen Swordmaster haben, ist er ebenfalls automatisch programmierbar. Und Sie sehen, wenn es eilige Aufträge gibt und die DXF, die Dateien fehlerfrei sind, das heißt, wir keine Zeit in die Aufbereitung stecken müssen, sehen Sie, dass wir jetzt mit der kompletten Programmierung fertig wären. Ich gebe das Programm frei, der Maschinenbediener kann das in einlesen, seiner Trupanch 5000 und das Ganze produzieren. Wir sehen natürlich, dass hier zum Beispiel Platz frei ist und hier wird nämlich genau diese Funktion jetzt in Frage kommen, dass wir haben natürlich das schon freigegeben, ich kann keine Änderung machen. Wir sehen überall einen grünen Haken, das ist unser durchgängiges Statuskonzept. Das heißt, mit diesem Statuskonzept sehen Sie übrigens immer den nächsten Schritt. Zum Beispiel hier ist das Statustafelprogramm, die Freigabe fehlt. Das heißt, es ist nur nicht im Austauschverzeichnis, im Gegensatz zu dieser Belegung oben. Ich widerrufe das Ganze, das LSD wird zurückgeholt auf die Daten, also in die Datenbank und man kann sich natürlich das Produktionspaket anschauen, aber was wir machen, ist einfach, ich erhöhe hier die Stückzahl, sage, ich gebe das frei und maximal sollen, sagen wir, 30 auf die Tafel geschachtelt werden und ich drücke nochmal Boost. Jetzt wird das Teil, 5 waren ja minimal und 30 Stück maximal, das heißt, das wäre zum Beispiel ein Teil, das auch auf Lager bestellt werden kann, also ein Serienteil. Und wir würden das praktisch zu unseren Aufträgen immer hinzuschachteln. Das heißt, die Tafel einfach voll machen. Natürlich hätten wir auch einen Trennschnitt machen können und das Ganze als Resttafel abspeichern, als rechteckige. Aber es ist ja Geschmackssache, wie man das Ganze ausnutzt. Und jetzt sehen wir, dass beide Tafeln voll sind. Die NC-Programme wurden wiederum erstellt und wir wären mit der Programmierung fertig. Sie haben gesehen, 19 Dateien, die sind teilweise komplex, es sind viele Innenkonturen, haben wir in weniger als 2 Minuten für die Trupanch 5000 komplett programmiert. So, es ist natürlich so, dass das Programm richtig vorkonfiguriert sein muss. Was passiert denn beim Boosten? Wir haben hier unsere Schachtelparameter. Übrigens der Vorteil mit Boost und dem Stanzen. Sie haben das Nesting und die Technologie in einem Fenster. Trudops Boost vereint es in einem Fenster. Das heißt, wenn Sie auch die Lasermaschine auswählen oder Ihre Trumatic, bleibt immer dieses Applikationsfenster da und lediglich die Funktionalitäten im Menüband werden ausgewechselt. Das heißt, beim Laser haben Sie natürlich viel weniger, Sie brauchen nicht die Palettierung, es sei denn, Sie haben einen Swordmaster, aber die Entnahme entfällt ja zum Beispiel oder es gibt ja einfach standsspezifische Funktionen. Wie gesagt, die werden ausgetauscht in Abhängigkeit von der ausgewählten Maschine. Wir simulieren das Ergebnis.
Ist jetzt die Geschwindigkeit recht schnell eingestellt, aber einfach, dass sie ein Gefühl bekommen, was wird alles gemacht. Genau, es wird auch automatisch nachgesetzt und jetzt werden wir fertig gesehen, das Restgitter und ich stoppe das Ganze. In TrueDrops Boost haben wir einen sehr hohen Wert darauf gelegt, das Ganze so intuitiv und so einfach wie möglich zu gestalten. Denn wir wissen natürlich, dass der Funktionsnavigator recht komplex war. Es hat sehr viele Funktionen beinhaltet, die man auch braucht, keine Frage. Nur die Bedienung und das Bedienkonzept haben wir hier insofern optimiert, als dass wir praktisch auf die jeweilige Funktion im Menüband klicken und auf der linken Seite praktisch die Werkzeugleiste bekommen. Das heißt, hier sind griffige Funktionen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meinen Hubweg anklicke, bekomme ich hier Pfeile, mit denen ich praktisch die Überlappung der einzelnen Hübe steuern kann. Und dieses intuitive Bedienen zieht sich durch die ganze Technologie. Das heißt, mit einem Rechtsklick bekommen Sie typische Funktionen wie das Werkzeug drehen oder das Werkzeug aktivieren. Dann sehen Sie, es ist hier direkt aktiv und Sie können zum Beispiel einen Einzelhub setzen bei der Technologie, Einzelloch, und dann haben Sie das Werkzeug schon an der Maus und können diesen Hub setzen. Das heißt, diese Auswahl von Werkzeugen geht sehr schnell und Sie können wirklich hier Ihr ganzes Potenzial und Technologie-Know-how ausnutzen, einbringen und viel schneller an das NC-Programm, das optimale NC-Programm kommen. Falls Sie an der Belegung etwas ändern möchten, haben Sie hier natürlich das Tafellayout und Sie können die Teile einfach selektieren, verschieben, drehen. Es ist, wie gesagt, sehr intuitiv geworden und das bringt Ihnen einen immensen Vorteil im Bedienkonzept. Natürlich sind die Stands, die Spannpratzen auch mit einem Klick verschiebbar, falls Sie sehen, okay, das liegt im Stands oder das Teil wurde im Pratzen-Totbereich. Ich habe ja 76 mm als unteren Abstand eingestellt. Aber wie gesagt, das Programm setzt auch automatisch praktisch die Aufspannungen, falls es nachsetzt. Sie sehen hier das Ganze an der Symbolik. Das passiert alles automatisch. Und Sie können das natürlich selbst steuern. Und man sieht es zum Beispiel, wenn die Spannpratzen sich bewegt haben und an der Symbolik unten würden wir es auch sehen. So, wir simulieren die zweite Tafel, die Bearbeitung. Genau. Die Schachtelparameter, sei es die Abstände, die Schachtelprofile, Teileabstände, wenn Sie hier das Ganze vorkonfiguriert haben und genauso Ihre Werkzeuglisten konfiguriert haben mit der ganzen Bearbeitung, können Sie mit einem Klick auf diesen Knopf, also Boost-Parameter zurückspeichern, beeinflussen Sie als Programmierer den Automatismus. Ihre Werte werden zurückgespeichert. Das heißt, Boost funktioniert genauso, wie Sie es möchten. Es werden nicht voreingestellten Profile verglichen und so weiter, Algorithmen ausgeführt. Es kommt praktisch darauf an, wie Sie Ihr Programm konfiguriert haben. Wenn ich auf die Werkzeugliste gehe, haben wir hier praktisch alle unsere Standswerkzeuge. Man kann hier zum Beispiel ja rund selektieren und es kann sein natürlich, dass Sie nur die wichtigsten Rundwerkzeuge haben und das ist ja auch gut so. Und hier deswegen legt man ja auch die Werkzeuglisten an und zur Verwaltung können Sie einfach die Liste verwalten.
Und dann sehen Sie praktisch alle Werkzeuge im oberen Feld und unten nur die Werkzeuge in Ihrer Liste. Und da können Sie Werkzeuge herauslöschen, also mit entfernen, löschen oder Werkzeuge hinzufügen. Das heißt, wenn Sie Sonderwerkzeuge importieren, ist es mit ein paar Klicks möglich, indem Sie auf Stanzen gehen, Import. Hier würden wir zum Beispiel eine Zerstanzen-Werkzeugliste importieren. Da werden praktisch alle Werkzeuge, die in der Liste drin sind, angezeigt und auch wie die Werkzeuge selbst heißen. Mit OK bestätigen wir das Ganze und bekommen die Meldung, dass es importiert wurde. Ich deselektiere mal und das Ganze ist natürlich hier als Werkzeugliste zugreifbar. Wenn Sie ein neues Werkzeug erstellen möchten, ist es mit ein paar Klicks ebenfalls machbar. Und zwar befinden wir uns hier in der Stanzliste. Wir erstellen hier ein neues Werkzeug, ist ein Sondertool oder Standard. Hier Sonderwerkzeug. Wir bekommen hier die Zeichnung und können hier natürlich die Abmessung eingeben. Oder aber auch, was noch geht, wir bearbeiten die Zeichnung und lesen dort zum Beispiel eine Zeichnung ein. Es kann ja sein, dass Sie das als Geo bereits das Ganze vorhanden ist oder Sie zeichnen das komplett neu. Was passiert im Hintergrund? Das 3D-Design geht auf. Und wir können das vorhandene Werkzeug, die Zeichnung, die da ist, natürlich komplett abwandeln. Sie sehen das Ganze als zyanfarbene oder zyanfarben dargestellt. Den Umriss blende ich aus. So, was kann ich hier machen? Einfach eine Datei einfügen. Dazu gehe ich hier auf alle Dateien und sehe jetzt hier, dass ein Sechskant-WZG da ist, vorhanden ist und bekomme das Ganze hier schon angezeigt. So, wir haben die Konstruktion 2 aufgemacht und was ich jetzt gern machen würde, ist einfach die Geometrie kopieren und hier das Ganze löschen und neu einfügen. Die Werkzeugmitte wird ja übernommen. Und wir sehen, das Ganze als Zyanfarbe dargestellt wird. Das heißt, hier die Farbe nicht ändern, weil sonst das Ganze auf einen Fehler läuft. Aber wie gesagt, das ist schon voreingestellt. Und wir sehen, das Ganze aktualisiert wird als Zeichnung. Jetzt machen wir nur noch einen Vorschlag zur Identnummer und können hier das Ganze zur Werkzeugliste Boost-Demo zum Beispiel hinzufügen. Das wird in die Datenbank übernommen. Wir können nächstes Werkzeug anlegen oder sind hier praktisch fertig. So einfach legt man neue Werkzeuge ein. Ich hätte genauso eins selbst zeichnen können. Man muss, wie gesagt, nur auf den Mittelpunkt aufpassen und auf die Farbe. Das war jetzt ein Ausflug zum Anlegen neuer Werkzeuge. Sie sind komplett frei in der Geometrie. Sie können ganz schnell mit den einfachen Tools das Ganze zeichnen, importieren und das Ganze, wie gesagt, in die Technologie zurückspeichern. So, wir speichern das Ganze. Jetzt gibt es natürlich besondere Aufgaben. Der Alltag, Programmieralltag auch im Stanzen, verändert sich rasant. Das heißt, Sie bekommen 3D-Teile, die Sie abwickeln müssen, wo Sie Formen identifizieren müssen. Es gibt zum Beispiel Einpressmuttern, es gibt, sagen wir, Näpfe oder Zentrierwarzen oder verschiedenste Formen, Kiemen. Es gibt ja so viele Stanzwerkzeuge und das möchten Sie als Kunde natürlich auch im 3D-Modell sehen. Wie geht Boost damit um? Hier kann ich praktisch auch Material schon vergeben. Eine Werkzeugliste für die Abwicklung und Endtermin soll auch heute sein. Für den Kunden Müller schön. Stückzahl 3.
So, wenn ich das Ganze booste, weiß ich schon, dass ich auf einen bestimmten Fehler laufen werde. Und das ist auch gut so, denn mein Teil enthält bestimmte Formen. Ich spare mir die Zeit und öffne das Ganze direkt in der Taxon Design. Und hier kann ich mein 3D-Modell komplett abändern, Änderungen durchführen, weil es ein Direktmodellierer ist. Das heißt, sie haben einen Vorteil, dass sie jegliche Geometrie Fehler korrigieren können und dadurch wiederum sehr flexibel sind, schnell zum Ergebnis kommen und den immensen Vorteil gewinnen, dadurch, dass das System einfach zu bedienen ist. Und zwar sehen Sie hier, wir haben eine Funktion, die identifizieren heißt und hier praktisch Formen. Wenn ich die Auskerbung, das sind praktisch ganz normale Ausstanzungen, ignoriere, bekomme ich praktisch nur 8 Formen. Und die werden ebenfalls auch rot angezeigt. Das heißt, durchklicken auf den grünen Haken werden diese als Feature erkannt. Ich kann das Ganze validieren und jede Form bekommt eine Nummer. Das heißt, in den Eigenschaften kann ich jetzt komplett bin ich frei, das Ganze zu attributieren. Was bringt mir das? Wenn ich die Zentrierwarze hier auswähle, habe ich hier praktisch über Auswahl die Möglichkeit, alle identischen Formen auszuwählen. So, und jetzt kommt der Trick, der Clou. Sie sehen hier die Werkzeug-ID-Nummer. Ich kann hier praktisch, wenn Sie es auswendig wissen, hier eingeben und mit Enter bestätige ich das. Jetzt wird es für alle 4 Zentrierwarzen als Eigenschaft übernommen und die Durchgängigkeit, die technologische, ist so gestaltet, dass wir das Ganze natürlich im Stanzen in der Technologie übernehmen. Das gleiche gilt, jetzt werden wir uns das anschauen. Für diese Einpressmuttern wollen wir natürlich auch ein bestimmtes Bearbeitungsmuster haben. Und dazu messen wir mal das Innenloch. So, wir sehen hier, dass der Kreisdurchmesser 5 mm beträgt und das wäre praktisch auch unser Vorstandsloch, Kerndurchmesser. Okay, ich validiere nochmal die Geometrie, weil ich Änderungen durchgeführt habe und schließe das Teil. Ich könnte natürlich auch das Biegeprogramm erzeugen. Und beim Biegeprogramm verhält sich auch so, dass die Formen berücksichtigt werden bei der Kollisionsprüfung. So, wir sehen, dass hier die Abwicklung fertig ist und praktisch durch diesen grünen Haken bestätigt. Können hier noch Stückzahl 4 eingeben, korrigieren und daraus die Belegung erstellen. Ich wähle jetzt die Trumatic 6000 aus. Sie sehen, dass hier Technologietabellen vorliegen und ich kann hier zum Beispiel die Stickstofftabelle beim Edelstahl als Favorit setzen. Das heißt, beim nächsten Mal bei den 2 mm Edelstahl wird genau diese Tabelle herangezogen. Dann kann ich praktisch hier auch mein Kleinformat auswählen und das Ganze boosten. Jetzt wird wiederum das Ganze optimal verschachtelt und die Technologie angewandt. So, jetzt haben wir das Programm erstellt für die Kleinformattafel und bekommen hier Meldungen. Also falls es Warnungen gibt, kriegen Sie es hier angezeigt. Hier sind zum Beispiel unbearbeitete Geometrien. Das schauen wir uns einfach an. Dazu öffnen wir das Ganze wieder in der Taxon Cut. Und sehen hier, dass die Zentrierwarzen übernommen wurden. Wir können auf das Werkzeug klicken, das Ganze als aktiv setzen. Da sehen wir Zentrierwarze 5. Und können zum Beispiel da weitere Hübe setzen oder auch einfach mal lang 20x10. Also bestimmte Werkzeuginfos uns einfach anzeigen lassen. Oder falls Sie zum Beispiel, wenn Sie die Simulation starten, mit der Abarbeitung nicht zufrieden sind, das Ganze wiederum optimieren. Aber hier haben wir, sieht das gut aus. Falls Sie Twinline programmieren möchten, ist es
sehr einfach möglich. Dazu klicken Sie einfach auf das Teil, sagen, dass es ein Twinline sein soll, Twinline-Teil, sagen praktisch beim Teileabstand, wie weit die Teile voneinander weg sein sollen und verschachteln das Ganze nochmal neu. Dann wird das auf Twinline gelegt. Sie können hier wieder Ihre Werkzeuge anwenden und sehen, dass das Bearbeitungsmuster verwendet wurden. Können wir uns auch gleich anschauen, wofür. Genau, das war praktisch das Vorstandsloch für die Einpressmuttern. Genau, das wollte ich auch als Thema gleich ansprechen. Aber wir sehen, dass die Teile Twinline verschachtelt wurden und jetzt praktisch nach dem Optimieren. Können uns wieder die Simulation anschauen und da sieht man das Ganze mit einem Hub zwischen zwei Teilen praktisch abgearbeitet wird. Ja. Okay, Bearbeitungsmuster. Wir haben hier im Menüband extra die Funktion und wir können entweder interaktiv ein Muster setzen oder eben erstellen und Sie sehen, ich habe praktisch für dieses Sechskant, was hier für die Einpressmuttern verwendet wurde, ein Vorstandsloch von 5 mm Durchmesser gewählt und das habe ich praktisch hier über beim Erstellen benutzt und dazu muss man praktisch in den Einzelteilmodus, ich kann das Teil anklicken, bekomme hier mein Erstellen interaktiv angezeigt, kann hier praktisch zu meinem Sechskant natürlich gehen, auf mit OK bestätigen, weitere Bearbeitung oder OK klicken. Mit OK kann ich praktisch einen Namen vergeben, für welche Maschinen das gelten soll und meine Blechdicken, ob das drehbar sein soll. Und wenn das Sechskant zum Beispiel verdreht ist, sollte es auf jeden Fall drehbar sein. Hier kann ich zum Beispiel Formen oder Einpressmutter Vorstandsloch eingeben, wie auch immer. Mit OK bestätige ich das Ganze und dann, wie gesagt, wird das Ganze gespeichert und im Automatismus wiederverwendet. Das heißt, Boost bietet Ihnen auch hier den immensen Zeitvorteil, dass die Bearbeitungsmuster automatisch für Geometrien abspeichern können und jederzeit wiederverwenden. Und somit würde ich es bei diesen paar einfachen Beispielen, aber wirksamen Beispielen zeigen, wie schnell Sie mit Boost arbeiten können und wie es praktisch mit der Homezone funktioniert, dass das System auftragsorientiert arbeitet und Sie einfach viel schneller beim Erstellen Ihrer Programme sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen dazu? Falls nicht, können Sie das Ganze, Ihre Fragen noch im Nachgang loswerden. Nur als Ausblick, mein nächstes Thema werden Tipps und Tricks sein, Introdox Boost. Und falls Sie noch Ideen haben, freue ich mich auch auf Ihr Feedback. Und das Ganze findet in 4 Wochen statt und wird aber auch auf MyTrumpf hochgeladen. Vielen Dank und ich wünsche ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.